Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play Fallout 4 mit Paxis. Ich hoffe, dass ich mich dieses Mal schlauer anstelle und nicht wieder komplett in die Minen reinrenne, bei denen ich so peinlich gestorben bin. Wir können ja eigentlich schon mal vorlaufen. Wir wissen, wo wir hin müssen und ich da die Sachen logischerweise trotzdem einsammeln möchte. Ich überlege halt gerade, ob ich mit einem Molotow-Cocktail die Minen zum Explodieren bringen kann. Ich weiß es nicht. Und mal gucken, ob ich sie jetzt überhaupt sehe. Das waren zwei Stück auf jeden Fall. Da drüben ist einer. Hat oberste Priorität. Wenn es nach mir ginge, hätte ich mein Team schon längst verlegt. Ah, okay, man muss sie also direkt entschärfen, wenn man hinläuft. Ja, das versuchen wir mal. Das probieren wir mal aus. Ist also nicht so wie bei Stolperdraht etc., dass man es einfach so lustig entschärfen kann, sondern man muss sich schon beeilen, das muss ich nicht. Machen wir aber gleich. Und so ein Skorpion haben wir schon gelegt. Wir sind richtig cool. Aber es ist echt. Ja, es ist realistisch natürlich, ne, dass man Minen so schwer sieht, aber es ist halt echt krass. Hä? Wo ist sie denn? Hä? Sie war doch genau hier. Verändert sich aber der Platz der Minen? Ist es Zufall, wo die liegen? Scheiße. Wo ist denn die Mine, Spike? Am letzten Mal waren es zwei Stück. Oh. Krass. Ist es etwa Zufall, wo Minen rumliegen? So, ist diesmal gar keine Mine da. Sehe ich das richtig? Kann natürlich auch sein, dass es irgendein Bug ist und die Minen einfach verschwunden sind, nachdem sie das erste Mal explodiert sind und ich die halt und ich halt neu geladen habe. Ich weiß nicht, ob das. Es könnte zumindest theoretischerweise sein. Achso, das war nur Holz, was ich gesehen habe. Ja, wenn das so ist, dann sammeln wir die Sachen mal ein, würde ich sagen. Also, entweder ist es ein Bug oder es ist halt echt Zufall, wo die Minen rumliegen. Beides möglich. Wobei ich fast eher sagen oder denken würde, dass es halt einfach daran liegt, dass es Zufall ist, wo die rumliegen. Keine Ahnung. Nachdem ich jetzt weiß, dass ich meinen Spike einfach komplett vollbauen kann, mit allem, ich ihm alles geben kann, was ich will, nehme ich jetzt logischerweise auch immer alles mit von den Leichen. Egal ob Klamotten oder Waffen. Waffen sowieso, weil die ja hoffentlich bald Schrauben droppen, wenn ich die zerstöre, also verwerte. Es gefällt mir zwar nicht so richtig, dass das geht, dass man also Spike alles geben kann, weil es sorgt einfach dafür, dass man alles mitnimmt und das ist irgendwie merkwürdig, finde ich. Ich finde es halt geiler, wenn man wirklich so ein bisschen darauf angewiesen ist, zu überlegen, na, was nehme ich mit? Will ich wirklich alle 5 Sekunden zurück nach Sanctuary und da alles abladen oder nehme ich nicht alles mit, damit ich halt nicht direkt wieder zurück muss? Lasse ich irgendwas liegen, etc.? Das ergibt sich halt alles gar nicht mehr. Ich kann jetzt, wenn ich will, kann ich jetzt einfach alles mitnehmen, immer. Weil Spike einfach unendlich viel tragen kann, wie es aussieht. Wie weit ist denn der vorgegangen? Ist er davon, wo es schießt? Ist er schon am Abballern? Ich glaube, hä? Vorhin hat er doch, also er hat doch sonst immer darauf gewartet, dass ich mit ihm komme, bevor er weitergeht. Hier waren wir, glaube ich, schon mal. Ja, hier waren wir schon mal. Aber wieso hat er es denn dieses Mal nicht gemacht? Wieso ist er denn dieses Mal einfach... Ich glaube, hier waren wir auch schon. Wieso ist er denn dieses Mal einfach vorgelaufen? Naja. Wer ist denn das? Eine Bewegung und du bist tot, Ödländer. Karawanenfahrer? Zu viele Meilen auf der Straße. Wenigstens ist die Bezahlung schrecklich. Entschuldigung? Bleib auf den Straßen, dann ist deine Überlebenschance größer. Karawanenwache, wo ist denn die Karawane? Hallo, ihr zwei Hübschen. Wo ist denn die Karawane, die ihr beschützt? Ich will handeln. Und gegen wen haben denn die jetzt gekämpft? Haben die jetzt zusammen gekämpft? Und warum rennt denn der einfach weiter wie so ein Bekloppter? Hallo, ich bin noch hier. Naja, ich laufe ihm einfach mal hinterher. Und hoffe, dass ich ihn irgendwann wiederfinde. Er wird wahrscheinlich eh nicht sterben können.
Wir speichern nochmal, nicht, dass hier auch wieder Minen rumliegen. Ich glaube zwar ehrlich gesagt nicht. Oh! Das ist aber richtig geil. Sind ja richtig... Ach, das war die Wache hier. Das war diese Karawane. Und da ist der wahrscheinlich gestorben? Ah, ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Vielleicht hätten wir den sogar beschützen können. Oder hätten den vielleicht sogar... helfen können, wenn wir eher hier gewesen wären. Ich weiß es nicht. Ich glaube ja nicht, dass die gegeneinander gekämpft haben. Ich denke, wenn die gegeneinander gekämpft hätten... Naja, das waren Ghule hier wahrscheinlich. Nee, wobei, das waren keine Ghule. Ich habe jetzt aber auch keinen Bock nochmal zu laden, nur um zu schauen, ob... Springmesser. Nur um zu schauen, ob ich denen jetzt hier hätte vielleicht helfen können. Und... die Wache beschützen können. So, Spike, komm mal her, wo bist du? Hey. Hey. Nee, ich will eigentlich mit dir handeln. Komm, wir handeln, Spike. So, du nimmst mal, bitte. Moment, wir sortieren wieder erst. So. Und dann nimmst du mal bitte jede Waffe, die ich nicht brauche. Ganzen scheiß Klamotten, die ich nicht brauche. Springmesser. So, da haben wir fast schon wieder... Also ich werde ihn jetzt logischerweise so viel wie möglich geben und nicht nur, dass ich wieder, keine Ahnung, 5 Kilo oder so tragen kann. Macht ja keinen Sinn. Oh, Dogmeat kann nicht mehr tragen, also ist er doch irgendwann überlastet. Na gut, ich sag mal so, das gefällt mir, weil ich ja gesagt habe, es macht nicht krass Sinn, dass er unendlich viel tragen kann. Aber das sind über 100 Kilo, meine Freunde. Ich weiß nicht, 150 Kilo vielleicht, die der jetzt trägt. Ohne, dass er irgendwie eine Tasche dran hat. Das darf man ja auch nicht vergessen. Er hat... Was macht er? Frisst er das Zeug? Trägt er das in sein Organ? Ist der hohl inne? Ich habe euch doch gesagt, das ist kein normaler Hund. Das ist kein normaler Hund. Wer weiß, was das für ein Alien-Monster ist oder so. Ist doch nicht normal. Aber gut, wenn jetzt Spike auch voll ist, bedeutet das logischerweise, dass wir dann irgendwann mal... wieder zurück müssen nach Sanctuary. Das ist doch ganz gut, wenn es nicht unendlich viel zu tragen gibt. Dann muss man öfters mal zurück und kann das dann immer nutzen und verbinden damit, dass man gleichzeitig auch mal eine Runde die Waffen wieder verbessert. Wobei, das sollte eigentlich nicht mehr viel gehen bei mir, glaube ich zumindest. Es sei denn... die Minigun vielleicht noch, aber ich weiß nicht. Kann auch sein, dass uns einfach wieder der Kleber gefehlt hat. Ich glaube, der ist hier oben lang gegangen. Aber wie ist er denn... Wieso ist er denn da oben lang gegangen? Ich kletter mal hoch. Vielleicht gibt es da ja irgendwas. Ich glaube... Also hier hat doch jemand von der Brücke runtergeschossen. Und meiner Meinung nach war das... dem Typ, dem wir folgen... Also der Typ, dem wir folgen sollen. Oh, da ist bestimmt auch... viel geiles Zeug drin in der Anlage, aber wie gesagt, wir folgen jetzt erstmal dem Quest. Was steht da oben? Ist das nur ein Schild? Geh mal hin. Wir folgen jetzt erstmal dem Quest. Ist das der Schrottplatz? Nee. Grey Garden. Und da drüben ist sowas wie... Oh, das sind sogar viele von den Dingern. Ich weiß aber nicht, ob das freundliche Roboter sind oder ob die mir böse gesonnen sind. Grey Garden. Hm. Soll ich Grey Garden mir erstmal anschauen? Bevor wir weiter dem Hauptquest folgen. Der ist ja eh weggerannt. Ich meine, das Ding ist ja sowieso durch. Wenn ich hingehe, ist die Mission wahrscheinlich erledigt. Speichern nochmal. Ja, dann schauen wir uns erstmal Grey Garden an. Das Problem ist, wenn ich solche Dinger entdecke und die dann schon eingezeichnet werden auf der Karte und ich aber gleichzeitig die dann nicht anschaue, dann könnte natürlich passieren, dass ich später mal... Mr. Handy Treibstoff. Dass ich Benzinkanister stehlen. Ach, da gehört mir gar nicht. Ach, das darf man alles nicht mitnehmen? Nur diesen Mr. Handy irgendwas? Warum das denn? Wer passt denn hier auf? Na, also ich brauche das nicht unbedingt. Werkstatt. Du bist nicht mit dieser Dietung befreundet. Ach, Kühlmittel darf man mitnehmen, okay. Verstehe ich zwar nicht so richtig, warum man manche Sachen mitnehmen darf und manche nicht, aber... Dann ist... Das darf man auch wieder mitnehmen, okay. Dann ist das eben so. Ja, wenn ich mir halt die Sachen nicht direkt angucke, dann vergesse ich das sowieso irgendwann und das Risiko möchte ich nicht eingehen, zumal das scheint jetzt auch nicht so groß zu sein.
Gut, er pumpt aber nur und fängt nicht wieder an, dieses Wasser zu trinken, ne? Das ist schon mal gut. Metalleimer wäre auch gestohlen, aber die greifen mich halt sofort an, wenn die das sehen, deswegen mache ich das nicht. Bring mir ein paar Mutterbeeren für die Aussaat, dann landen Kronkorken in deiner Tasche. Also, ab mit dir. Aha. Aufseher Brown. Bereit, die Mutterbeeren abzugeben? Was bietest du mir denn dafür? Er geht einfach weiter. Bereit, die Mutterbeeren abzugeben? Sehr weit. Willkommen im Grey Garden, Liebling. Dies ist die erste und einzige Hydrokultureinrichtung im Commonwealth, die ausschließlich von Robotern betrieben wird. Es gibt hier keinen einzigen Menschen? Ganz richtig, Liebling. Wir sind vollkommen autark und benötigen keinen Menschen, der unsere Tätigkeiten überwacht. Du musst wissen, dass es hier zwei Arten von Robotern gibt. Die Arbeiterdrohnen übernehmen einfache Tätigkeiten und Wartungsaufgaben. Wir Aufseher, also ich selbst, Green und Brown, besitzen komplexe kognitive Prozessoren. Wir sind in der Lage, komplizierte Probleme zu analysieren und Entscheidungen zu treffen. Ein Beweis für die Genialität unseres Erbauers, Dr. Edward Gray. Das heißt also, das sind die Roboter, die uns irgendwann alle mal überrennen und die Welt beherrschen. Was ist aus Dr. Gray geworden? Wie so viele andere ist er im Krieg umgekommen. Ein schrecklicher Verlust. Robotertechnik und künstliche Intelligenz waren die große Leidenschaft unseres Erbauers. Nur seine Liebe zum Fernsehen war ähnlich groß. Vielleicht ist dir bereits aufgefallen, dass ich eine recht einzigartige Persönlichkeit besitze. So wie auch die anderen Aufseher. Klingt auf jeden Fall weiblich. Wieso hat Dr. Gray euch diese Persönlichkeiten verpasst? Ein Genie ist ruhelos. Es kann Stillstand nicht ertragen. Dr. Gray hatte genug von der Standardpersönlichkeit des Mr. Handy. Er hat sich von seinen Lieblingscharakteren aus dem Fernsehen inspirieren lassen. Und wir sind das Ergebnis. Es gibt noch ein paar weitere Dinge, die du wissen solltest. Sprich mit Green, wenn du Vorräte brauchst. Wenn du Kronkorken benötigst, hat Brown eventuell ein paar Jobs für dich. Ah, da wäre noch eine Sache. Eigentlich eine Frage. Sag mal, was hältst du eigentlich von dem Wasser in der Gegend? Es ist furchtbar. Es ist furchtbar. Aha, das ist es, oder? Geringer Druck, hohe Strahlung. Eigentlich ist es giftig. Stell dir vor, was es mit meiner Haut macht. Das funktioniert nicht. Ich will mich nicht aufdrängen, aber könntest du uns vielleicht helfen? Also, was soll ich tun? Unser Wasser kommt hauptsächlich aus der alten Weston-Anlage südlich von hier. Ein echter Schandfleck. Sei so lieb und schau da mal vorbei. Finde raus, was du tun kannst. Vielleicht ein bisschen aufräumen? Ist bestimmt schmutzig. Wenn du es zum Laufen bringst, lasse ich mir auf jeden Fall was Schönes einfallen. Klingt fast, als wenn sie mit mir flirten würde, aber sie sieht halt genauso blöd aus wie jeder andere Roboter hier. Und überhaupt nicht erotisch oder irgendwie anregend oder sonst was. Ich weiß nicht, ob ich die Maispflanzen ernten darf, deswegen lasse ich die erstmal in Ruhe. Wobei, ich stand ja nicht da, dass es verboten wäre. Also ich speichere mal. Dürfen sie tatsächlich ernten? Mr. Handy redet nicht mit uns. Na gut. Oh, das wäre also gestohlen. Oh, Klebeband hätte ich so gerne, aber... Das erste Mal, dass irgendwo stehlen steht und deswegen... mache ich es nicht. Die Sachen darf ich ernten, ich weiß nicht so richtig warum. Weil ich könnte die Sachen ja auch einfach mitnehmen, wenn ich will. Aber es scheint die nicht zu stören. Aufseher Brown. Ich werde das mal alles ernten. Auf Garantie kann ich das dann an den Typ verkaufen. Deswegen nehmen wir erstmal alles mit und reden dann nochmal mit Brown. Und wir müssen ja noch mit Green, glaube ich, reden. Hau
draußen noch irgendwas? Aber es ist merkwürdig, dass in den anderen Siedlungsgegenden das halt nie stehlen war. Hier ist es dann aber stehlen. Außer bei der Nahrung. Natürlich brauchen die Raube da keine Nahrung. Also zumindest nicht diese hier. Brauchen wahrscheinlich Energie. Ach, wahrscheinlich haben die einen Fusionsreaktor, der fast ewig hält. Oder Milliarden Jahre oder so. Ja, die Eimer darf ich nicht nehmen. Das wäre gestohlen. Brauchen sie vielleicht. Ja, ich weiß wie gesagt nicht so 100%... warum ich das nehmen darf und den Rest nicht. Aber ist jetzt auch nicht so schlimm. Entweder verkaufe ich die dann an den Typ oder ich behalte sie halt und kann mir daraus Nahrung, also Essen kochen. Wobei ich echt jetzt schon so viele Sachen, also ich habe schon so viele Dinge zum Essen, die mich heilen, dass ich gar nicht so richtig weiß, wohin damit. Und ich spiele ja schon auf schwer. Ich weiß nicht, ob es die schwierigste Schwierigkeitsstufe ist. Schauen wir mal kurz nach. Sehr schwer. Überleben. Ne, überleben wäre die schwerste, aber ich bin eigentlich momentan ganz zufrieden mit der Schwierigkeitsstufe, deswegen will ich jetzt nicht unbedingt Überleben einstellen. Sollte es irgendwann dann mir wieder zu leicht sein, dann stelle ich halt Überleben ein, aber momentan denke ich, ist der Schwierigkeitsgrad genau richtig. Nicht zu leicht, nicht zu schwer. Ich will ja auch nicht 100 Mal an der gleichen Stelle sterben. So, das sind alles Mr. Handys. Aufseher Greeny. Ah, das ist er. Dem reden wir gleich. Okay, das ist auch Mr. Henry. Green, mein Name, und Handel steht auf dem Programm. Bereit fürs Feilschen im Garten? Was hast du vorrätig? Wenn du jetzt zugreifst, kannst du dir einen dieser großartigen Preise sichern. Sämtliche Waffen und Munition, die du tragen kannst. Außerdem medizinische und allgemeine Vorräte. Ein wahres Eldorado. Okay, gerne. In Ordnung. Ja, Patronen können wir immer gebrauchen. Wert 9. Das sind zwar noch 4 Schuss, aber wie gesagt. Patronen immer Brennstoff. Ich wüsste jetzt nicht, wofür ich den brauche, deswegen lasse ich das mal. Ladung Beton, Dünger, Holz, Leder brauchte ich für irgendwas, aber habe ich genug gefunden. Zahnbürste, kein Kleber, schade. Ich könnte ja die Sachen, die ich jetzt nicht brauche, ich habe ja eh schon so viel an Spike abgegeben, da könnte ich eigentlich auch die Waffen etc., die ich jetzt noch habe, falls ich noch welche habe, könnte ich ja einfach verkaufen. Mal gucken, ob ich noch irgendwas Geiles habe. Ja. Ich glaube aber, das habe ich alles schon abgegeben. Das habe ich eigentlich nur noch Schrott und Essen und sowas, also Sachen, die ich eigentlich nicht verkaufen möchte. Das hier ist wieder bloß so eine Erweiterung. Das ist, lohnt sich auch nicht, das zu verkaufen. Und es ist ja momentan auch nicht so, dass ich Geld brauchen würde. Das darf man ja auch nicht vergessen. Also ich war jetzt noch nirgendwo bei irgendeinem Händler, wo ich sage, fuck man, hätte ich jetzt mal 10.000 Kronen kriegen, dann hätte ich mir hier, keine Ahnung, Superhelden-Ausrüstung kaufen können. Boah, guck mal, wie viele Haarklammern wir haben. 68. Ja, ich glaube, wir haben gar nichts momentan zum Verkaufen. Und da ich halt, wie gesagt, auch momentan keine Kohle brauche, wüsste ich jetzt auch nicht, warum ich mit Absicht irgendwas verkaufen sollte, was ich vielleicht noch verwerten kann. Vielleicht übersehe ich auch gerade irgendwas, aber ich glaube, die interessanten Sachen habe ich alle schon gegeben. Winterjacke und Jeans. Wert 7. Klamotten findet man halt echt so dermaßen oft, dass es kein Problem ist, die Sachen auch zu verkaufen. Ja. Das war's. Handel abschließen. Danke, war jetzt, ja, nicht mal wirklich viel Munition. Jetzt geben wir aber erstmal dem Braun die Mutterbeeren. So läuft das hier. Ja, ich hab noch welche. Aufseher Braun. Bereit, die Mutterbeeren abzugeben? Ja, ich nehme die Kronkorken. Kronkorken 30, Mutterbeeren 15. War jetzt nicht wirklich viel. Kann ich die anderen Sachen auch verkaufen?
Brown? Um Himmels Willen! Nee? Was? Na gut, dann behalten wir die Sachen halt und machen daraus. Essen? War hier irgendwas zum Essen machen? Nee, ne? Und damit haben wir nämlich auch schon dieses Gebiet, würde ich sagen, erkundet. Deswegen war es auch gar nicht so schlimm, dass wir da jetzt nochmal einen kleinen Abstecher gemacht haben. Ich will nochmal die ganz nahe Umgebung noch anschauen, weil manchmal liegt da noch ein bisschen was rum. Okay, was haben wir da? Aha. Da können wir dann ja durchlaufen. Ich habe mir halt überlegt, dadurch, dass wir jetzt hier diesen Ort entdeckt haben, würde es dann natürlich Sinn machen, wenn... Wo ist denn eigentlich Spike? 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 Hä? Ist der irgendwo angefallen worden oder kommt er nicht mehr mit? Ist er irgendwo hängen geblieben? Gerade verwirrt. Aber ich würde halt sagen, da wir jetzt diesen Ort sowieso entdeckt haben, warum nicht einfach zurück nach Sanctuary, Schrott abladen? Was ist das da für eine Hütte? Schrott abladen und dann halt wieder hierhin zurück. Ist das der Schrottplatz? Ja. Und dann wieder dahin zurück teleportieren lassen. Oder wir teleportieren uns dann erstmal zum Schrottplatz und schauen uns die Hütte da drüben an. Auf jeden Fall gehen wir jetzt erstmal zurück nach Sanctuary. Ich hoffe mal, dass mein Hund dann wieder da ist. Fuck, man. Come on, one time, please. Pickett Frenches, Modern Hearts. Für jede von dir gesammelte Ausgabe von Pickett... Fences, nicht Frenches. Fences erhältst du in einer Werkstatt ein neues, einzigartiges Element zum Bauen. Ich sag schon mal, liken, kommentieren, abonnieren, wenn es euch gefallen hat. Ansonsten Daumen nach oben, dann... Ich wollte jetzt fast Damen sagen. Daumen nach oben, dann wird man euch loben. Euer Paxis, bis zum nächsten Mal, bis hoffentlich morgen. Und Spike? Ach, ist wieder da. Ich hatte schon Angst, dass mein ganzes Zeug weg ist. In diesem Sinne, also Daumen nach oben, bis morgen. Tschüss, tschüss.